Hallo Kackbratzen. Manchmal weiß ich nicht, was ihr Ottos so habt. Da wird behauptet, ich sei Greenscreen oder das Telefon sei Greenscreen und sogar meine Stimme sei Greenscreen und dabei habt ihr Kackbratzen überhaupt nicht mal einen blassen Dunst. Habt ihr euch schon mal überlegt, ob nicht vielleicht ihr selbst komplett in einer Simulation lebt und nicht ich? Ich weiß, dass es jetzt vielleicht nicht die beste Zeit ist, über Weihnachtsfilme zu sprechen, aber eines der schönsten Filme dieses Genres ist und bleibt der allererste Stirb langsam. Und ich nehme mal sehr stark an, dass ein jeder von euch mindestens einmal in seinem Leben unseren Helden John McClane in seinem versifften Unterhemd mit Spannung und an den Fingernägeln knabbernd verfolgt hat. Wo es einen gut gehenden Blockbuster gibt, da ist auch ein Videospiel nicht weit. Was Stirb langsam betrifft, so gibt es nicht nur ein, sondern gleich drei bombastische Spiele, die als Die Hard Trilogy 1996 für die PS1, Sega Saturn und natürlich auch Windows veröffentlicht wurde. Natürlich gab es auch schon vorher Spiele zu den ersten zwei Stirb-Langsam-Filmen, die unter anderem für den C64 veröffentlicht wurden. Aber sagen wir es mal so, sie existieren. Und was Die Hard Arcade angeht, reicht es, wenn man sich das Cover anschaut. Was zur Hölle ist mit seinem rechten Arm passiert? Lassen wir diese Spiele für diesen Augenblick mal dort, wo die Sonne niemals scheint, und schauen uns wieder die Die Hard Trilogy für die PS1 an. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um eine Sammlung von ganzen drei Spielen namens Die Hard, Die Hard 2 Die Harder und das eher grützige Die Hard with a Vengeance. Das Überraschende ist, dass alle Spiele einen anderen Spielstil aufweisen. Alle Spiele sind zwar irgendwie lose an die ersten drei Filme angelehnt, aber man hat jetzt nicht direkt versucht, die Handlung 1:1 in die Spiele zu pflanzen. Und während die Grafik mehr oder weniger Geschmackssache ist, ist die Sprachausgabe eindeutig eine Verletzung der Menschenrechte. Happy Trails! Wenigstens hat man versucht, mehr schlecht als recht die klassischen Zeilen des Films so gut es geht in die Spiele einzubauen. In allen Spielen wird man in das Unterhemd von John McClane schlüpfen, was jetzt nicht weiter verwundern sollte. Im dritten Spiel allerdings wird man auch irgendwie von Zeus begleitet. Allerdings bekommt man ihn niemals zu Gesicht, was jetzt ein wenig schade ist. Man sollte jetzt auch nicht wirklich eine großartige Story mit aufwendigen Zwischensequenzen erwarten. Die Die Hard Trilogy ist mehr eine Sammlung von Arcade-Titeln, in der es eher um den perfekten Highscore geht und weniger um die Story, was jetzt vom Prinzip her nicht schlimm ist. Wie erwähnt, lassen sich alle drei Spiele auch komplett unterschiedlich zocken. Die Hard ist ein Third-Person-Shooter, Die Hard 2 ist ein Rail-Shooter im klassischen Lightgun-Stil und beim dritten Teil sind den Entwicklern wohl die Ideen ausgegangen und so guckt man die ganze Zeit mit einem Auto durch die Gegend. Kommen wir aber mal zum ersten Spiel der Sammlung. Don't stay alive, stay with me. Das erste Die Hard wird wie gesagt aus der Third-Person-Perspektive gespielt. Man rennt, rollt und springt dabei durch die verschiedenen Stockwerke des Nakatomi-Hochhaus und muss dabei in jedem Level alle Terroristen eliminieren. Unser John ist dabei mit einer Pistole ausgerüstet, die praktischerweise unendlich Munition hat, aber man findet in den Level auch andere Waffen wie Maschinengewehre, Granaten oder Schrotflinten, die entweder von Feinden fallen gelassen werden oder wenig gut versteckt in irgendwelchen Taschen auf euch warten. Dazu gibt es weitere Gegenstände, mit denen man seine Gesundheit wieder auf Vordermann bringen kann und anderen nützlichen Kram. Weil Feinde erschießen allein zu langweilig ist, gibt es in den Level noch eine Handvoll Geiseln, die es zu befreien gilt. Allerdings sollte man aufpassen, dass sie die Terroristen nicht aufs Korn nehmen, sonst könnt ihr euch einen hohen Highscore nämlich abschminken. Aber aufgepasst, in späteren Level gibt es sogar Geiseln, die sich selbst als Terroristen herausstellen und euch dann das Licht auspusten wollen. Es ist jedenfalls eine komplett hektische Achterbahnfahrt der Gefühle und man sollte es vermeiden, auch nur eine Sekunde stillzustehen. Hat man alle Terroristen besiegt, beginnt irgendwo im Level eine Bombe zu ticken. Es gilt also so schnell es geht, diese tickende Zeitbombe zu finden und zu entschärfen. Das erste Die Hard verfügt über fast 20 Level und die Bonuslevel sind darin noch nicht eingerechnet. Es ist ein herausforderndes Spiel, wobei die steife Steuerung aus heutiger Sicht wohl die meisten Probleme bereitet, aber mit ein wenig Übung sollte man schnell Fortschritte machen. Trotzdem wird einem das Leben nicht gerade einfach gemacht, da man zahlenmäßig komplett unterlegen ist und die Feinde nicht nur schnell feuern, sondern euch auch manchmal umzingeln und mit ihren Maschinengewehren Schweizer Käse aus euch machen werden. Die beste Strategie ist also immer in Bewegung zu bleiben und aus vollen Rohren zu ballern und sollten einem die Feinde zu dicht auf dem Pelz rücken, kann man sich immer mit einem Sprung aus der Situation retten. Der Vorteil ist auch, dass die Feinde zwar schnell, aber in etwa so intelligent sind wie ein Stück Toastbrot. Neben der etwas fiesen Steuerung bereitet vielleicht auch das Fehlen eines Fadenkreuzes Probleme, da man nie wirklich weiß, in welche Richtung man ballert. Da man aber ohnehin pausenlos auf den Abzug einhämmern sollte, sollte das aber kein Hindernis darstellen und außerdem lässt sich so auch ein spektakuläres Chaos anrichten. Das Einzige, was ein wenig nervt, ist, dass man nicht manuell nachladen kann und man bei dieser Aktion mitunter wertvolle Zeit verliert, in der einem die Feinde einen Haufen Blei vor den Latz knallen. Was am ersten Die Hard aber positiv überrascht, sind die großen und weiträumigen Level.
Die meisten Ebenen umfassen verschiedene Räume, Flure und Bereiche, die es zu erkunden gilt. Man kann Glas zerschlagen und Holzbretter umwerfen und wenn man sich bei all dieser Hektik sich auch Zeit nimmt, kann man in jeder Ecke des Levels auch praktische Items finden. Man kommt auch nie wirklich zur Ruhe. Schon zu Beginn ist jedes Level mit einer Vielzahl an Terroristen bevölkert und gerade wenn man gedacht hat, das Level bereinigt zu haben, stürmen aus dem Aufzug ein Dutzend weiterer Gegner raus. Da man immer Gefahr läuft, ein Leben zu verlieren, ist man um jede Gelegenheit froh, wenn man sich ein Extra-Leben verdienen kann. Diese verdient man sich entweder durch das Abmurksen von Bossen oder man befreit zum Beispiel Geiseln vor der Hinrichtung durch die Terroristen. Insgesamt ist das erste Die Hard wohl das hektischste Spiel in der Sammlung, aber meiner Meinung nach auch das Beste. Weiter geht es mit dem zweiten Teil Die Harder und hier gibt es schon die nächste Überraschung. There is firing in the terminal. Denn aus irgendeinem Grund hat man die Third-Person-Perspektive über Bord geworfen und plötzlich hat man es mit einem klassischen Shooter on Rail mit automatischer Kamera zu tun. Das Gameplay ist auch sehr übersichtlich gestaltet worden, denn ihr müsst im Prinzip nichts weiteres tun als zielen und schießen. Abermals hat John eine Pistole mit unbegrenzter Munition und wieder hat man die Chance im Laufe des Spiels auch andere Waffen mit begrenzter Munition zu ergattern. Darunter auch Granaten und Raketen, die sich hervorragend zum Ausradieren größerer Ansammlungen eignen. Und natürlich gibt es weitere Items, mit denen man seine Gesundheit wieder auffüllen kann und Dinge, mit denen seine Pistole sofort nachgeladen wird. Der übliche Kram also. Da die Feinde aus allen Enden und Ecken des Bildschirms auftauchen, sollte man wirklich eine gute Reaktion und Reflexe mit sich bringen. Und hier war man mit der Saturn-Version und dem Lightgun-Support wirklich im Vorteil. Da auf modernen Bildschirmen diese Dinge nicht mehr funktionieren, hat man wie erwähnt zumindest auf der PS1 den Vorteil auch mit der Maus zu spielen, was das ganze Gameplay weitaus fluffiger gestaltet. Die Feinde sterben im Prinzip wie die Fliegen und sollten wirklich kein Problem darstellen. Etwas härter sind da schon die Bosse, die gerne mal etwas mehr Blei vertragen. Und wie auch schon im ersten Teil gibt es nicht nur Punkte durch das Erledigen von Feinden, sondern auch für die Rettung von Geiseln. Allerdings sollte man dabei aufpassen, dass man bei all der Hektik nicht auch den Geiseln eine Kugel zwischen die Augen ballert. Wer aber auf einen hohen Highscore pfeift, kann munter auf alles schießen, was sich bewegt. Denn abgesehen von einem Punktabzug wird das Erschießen von Geiseln nicht wirklich bestraft. Die Level im zweiten Teil sind ebenfalls sehr abwechslungsreich mit vielen versteckten Abzweigungen und es gibt sogar eine wilde Fahrt auf einem Schneemobil. Hang on! Das Schöne ist auch, dass sich die Umgebung zerstören lässt und sich unter den Trümmern einige Pickups finden lassen. Die Harder ist die perfekte Reduktion des ersten Teils, da man sich ausschließlich auf das Ballern konzentriert. Es ist ein Spiel, in dem man sein Hirn wunderbar abschalten und für ein paar Stunden Spaß haben kann. Es ist jetzt vielleicht nicht so perfekt wie ein Time Crisis, aber trotzdem muss sich der Titel vor seinem großen Vorbild nicht verstecken. Und dann gibt es leider noch den dritten Teil. Please let me drive. Solltet ihr Fan von Die Hard with a Vengeance sein, dann tut es mir furchtbar leid. Aber dieses Spiel ist die absolute Grütze. Es basiert auf den Fahrsequenzen aus dem Film und wurde dabei noch unglaublich schlecht umgesetzt. With a Vengeance ist ein absoluter Fiebertraum eines Rennspiels. Am besten würde ich es beschreiben wie eine Episode Alarm für Cobra 11 auf Koks, die von Uwe Boll produziert wurde. Eine Explosion jagt die andere und bei all der Geschwindigkeit läuft man zudem Gefahr, einen kleinen Hirnschlag zu erleiden, da einem das Spiel auch grafisch komplett um die Ohren fliegt. Im dritten Teil düst man also durch die verschiedenen Teile von New York und muss jedes Mal eine Bombe entschärfen, die sich irgendwo im Level versteckt und das natürlich bevor die Zeit abläuft. Wie das eben in einer Stadt so ist, muss man mit einer Menge an Verkehr und anderen Kram rechnen, der sich euch in den Weg stellen wird. Durch manche Blockaden kann man einfach hindurchfahren. Lustig wird es aber dann, wenn aus irgendeinem Grund vor der Blockade eine Explosion ausgelöst wird, mit deren Hilfe ihr dann über das Hindernis hinwegspringen könnt. Das ist Popcorn-Kino pur. Total absurd und wilder als die dümmste Episode von Alarm für Cobra 11, aber erfüllt seinen Zweck. Oh Gott, der Verrückte will das Flugzeug hochjagen, gib Gas, Mensch! Kann sich hier eigentlich auch noch irgendwer an die feinen, mundgeklöppelten Alarm für Cobra 11-Spiele erinnern? Guten Morgen, Herr Kriminalhauptkommissar. Jo. Wie gesagt, muss man in Die Hard with a Vengeance eine Menge Bomben finden. Diese befinden sich in stationären Autos oder in Karren, die sich durch die Straßen bewegen. Das hat zeigt euch zwar an, wo ungefähr sich die Bomben befinden, aber wo genau bleibt ein Rätsel. Ihr solltet also unbedingt euren Beifahrer Zeus zuhören. Er gibt euch Tipps, wo man am besten abbiegen sollte, was natürlich bei all dem Chaos nicht immer einfach ist. Oh, go, go, go!
und die Fahrzeuge sind dabei keine große Hilfe. Während des Spielens wechselt man immer mal das Fahrzeug und rein grundsätzlich verhalten sich alle Autos auch anders, aber so wirklich keines lässt sich gut steuern. Entweder neigen sie zum Übersteuern oder zum Untersteuern und das Kurvenfahren ist bei den winkligen Straßen ohnehin eine Qual. Es droht übrigens ein Punktabzug, wenn man einen Fußgänger überfährt. Wer das verhindern möchte, sollte auf die Hupe drücken. Aber nach einer gewissen Zeit ist einem auch alles so scheißegal, dass man einfach das Pedal bis zum Anschlag durchdrückt und gelegentlich eine unsanfte Fahrt über einen Fußgänger einfach in Kauf nimmt. Laufe ich jetzt als Fußgänger hier, muss jetzt einmal drumherum ums Fahrzeug und schon haben wir die Behinderung verwirklicht. Die Level sind beeindruckend groß und es gibt wie immer auch eine Menge Items, die man auf den Straßen aufgabeln kann, mit denen man einen kurzzeitigen Turbo erhält oder ein wenig Zeit auf seinem Konto gutgeschrieben bekommt. Aber abgesehen von den zahlreichen Explosionen, zündet das Spiel nicht wirklich. Das Problem ist auch der Zeitdruck im Spiel, denn man hat so auch wirklich keine Chance, die schönen großen Level ausgiebig zu erkunden. Grafisch ist die Die Hard Trilogy nun wirklich keine Bombe. Gerade im ersten Teil wirken die Charaktere so, als seien sie wild mit Lego-Duplo-Steinen zusammengebaut worden. Aber wir befinden uns im Jahr 1996 und so geht das schon irgendwie in Ordnung. Bei all den blockigen Pixeln hat man nämlich nicht vergessen, ein besonderes Augenmerk auf Gore-Effekte zu setzen. Das Blut spritzt so wunderbar herrlich aus den Feinden heraus und vor allem im zweiten Teil bleibt auch keine Wand trocken. Insgesamt sind die visuellen Effekte wie Feuer und Explosionen recht gut gemacht worden, sowie die Inneneinrichtungen der Level im ersten und zweiten Die Hard. Man hat so gut es ging versucht, das Nakatomi-Gebäude nachzubilden, auch wenn man dann natürlich viele Abstriche in Kauf nehmen muss. Ein Remake mit der heutigen verfügbaren Technologie wäre eine absolute Granate. In Vengeance hat man versucht, die große Stadt so lebendig wie möglich zu gestalten. Es gibt eine Menge Fahrzeuge, Fußgänger und natürlich viel Architektur zu bestaunen. Rein technisch gesehen ist aber der dritte Teil der schlechteste von allen. Es gibt Unmengen von Clipping-Fehlern und die Polygone flimmern wie nichts Gutes. Oft bleibt man mit seinem Fahrzeug in anderen Dingen stecken, was bei einem Spiel, in dem die Zeit unaufhörlich nach unten tickt, nicht unbedingt von Vorteil ist. Insgesamt ist aber die Bildrate bei all dem Chaos in allen drei Spielen naturgemäß instabil und flatter. Gerade wenn mal etwas mehr auf dem Bildschirm los ist. Aber nie wird es so schlimm, als dass ein Level unspielbar wäre. Die Musik ist nicht unbedingt schlecht, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Fan des Soundtracks bin. Aber wenigstens stimmt die Atmosphäre. Am besten sind wohl die Soundeffekte gelungen. Die Waffen und Explosionen hören sich wuchtig an. Die Feinde grunzen und Fußgänger schreien, wenn sie überfahren werden. Insgesamt lassen sich aber alle drei Spiele trotz kleinerer Probleme ganz gut zocken und man muss nicht unbedingt alle Filme gesehen haben, um zu kapieren, was gerade auf dem Bildschirm passiert. Die Die Hard Trilogy ist eine feine Sammlung von drei so ganz unterschiedlichen Spielen, mit denen man auch heute noch unheimlich viel Spaß haben kann und wenn man Schmerzen mag, sogar Teil 3. Die Die Hard Trilogy hat nicht wirklich das Rad neu erfunden, aber man kann es trotzdem allen Shooter-Fans zweifellos empfehlen. Insgesamt enthält diese Sammlung auch die besten Spiele aus dem Die Hard-Universum und auf eBay bekommt man die PS1-Version auch hinterhergeworfen. Wem das Spiel in seiner Sammlung fehlt, sollte also unbedingt zugreifen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.